Ja, ein wesentlicher Aspekt, wenn wir über Netzwerke sprechen, ist natürlich die Leistung. Wir wollen unsere Daten nach Möglichkeit schnell übertragen, nach Möglichkeit aber auch fehlerfrei übertragen. Genau um dieses Thema Leistung kümmern wir uns jetzt. Und eine wesentliche Variable dabei ist eben unsere Bandbreite. Bandbreite ist ja auch eigentlich immer so ein Begriff, über den man spricht, wenn man die Leistung in einem Netzwerk definieren will. Aber was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? Man kann das, wie wir es hier auf der Folie sehen, auch in einem Schaubild darstellen. Und es steht auch schon oben drüber, worüber wir jetzt sprechen wollen. Nämlich die Bandbreite ist letzten Endes das Maß für die Breite eines Frequenzbandes, daher auch der Name. Ja, und wir haben jetzt hier einfach mal so die Definition festgelegt, wie sie klassisch gemacht wird. Also eine obere Frequenz minus eine untere Frequenz. Diese Differenz gibt uns praktisch die Bandbreite, also das Frequenzband an, in dem gearbeitet wird. Und die Bandbreite ist deshalb so wichtig, weil ja nicht alle Medien sozusagen mit allen Frequenzen gleich umgehen. Und das werden wir in einer späteren Darstellung noch sehen, dass das Ganze ja unter Umständen frequenzabhängig ist. Und deshalb ist die Bandbreite gerade bei der Übertragungsrate, bei der Übertragungsleistung eben ein wichtiges Maß. Ja, und wenn wir die Bandbreite in den Netzwerken betrachten, dann ist die meistens weniger technisch gemeint, als vielmehr ja, in Form einer Übertragungsdatenmenge pro Zeiteinheit, also Anzahl der Bits pro Sekunde. Das wird oft synonym genutzt. Also das, was wir vorhin als rein technische Definition gehabt haben, ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, in den Netzwerken wird oftmals von Übertragungsbandbreite gesprochen. Und das bedeutet eigentlich Anzahl der Bits pro Sekunde. Und da ist letztlich, sagen wir mal, das Entscheidende, dass bei den Netzwerken oftmals eine theoretische Übertragungsrate, wir nennen sie auch Bruttoübertragungsrate, angegeben wird, die dann nachher in dem eigentlichen Praxiseinsatz so nicht realisiert werden kann. Im Praxiseinsatz selber geht es dann darum, zu fragen, wie groß ist eigentlich der Durchsatz? Und der Durchsatz ist sozusagen das Maß für die ja, gemessene Leistung, für die Leistung in der Praxis. Und die wird eben auch ebenfalls als Bandbreite in der Form angegeben, dass man praktisch Bit pro Sekunde als Maß der Dinge dort verwendet. Ja, jetzt haben wir mit Bandbreite schon eine wesentliche Kenngröße für die Leistung in unseren Netzwerken. Es gibt aber auch noch verschiedene weitere. In diesem Fall sprechen wir jetzt hier gerade über die Latenz oder anders ausgedrückt die Verzögerung, die sich eben aus weiteren, Variablen zusammensetzt, die wir in unseren Netzwerken finden. Wir sehen schon, wir haben eine Signallaufzeit. Unser Signal muss sich also in einer bestimmten Zeit natürlich oder braucht eine bestimmte Zeit, um sich auszubreiten. Wir haben eine Übertragungszeit. Und wir haben eine Verarbeitungszeit auf den verschiedenen Rechnern, auf den Teilnehmern, aber auch auf den Kopplungselementen, die unter Umständen dazwischen sind. Oder bis hin zu den Endgeräten, wo genau das auch eine Rolle spielt. Und wir haben das hier mal aufgeschlüsselt und gucken uns das Ganze jetzt mal in einem Zeitdiagramm an. Sie sehen also, hier kommt eine Anfrage von einem Client an einen Server. Das Erste, was dort eine Rolle spielt, ist natürlich die Signallaufzeit. Dann stellt sich ja die Frage, wie lange ist sozusagen die Anfrage, wie umfangreich ist die Anfrage, also wie viele Daten dürfen übertragen werden. Das ist dann die Übertragungszeit. Und von dem Start, von dem Beginn der Datenübertragung bis zu dem letzten Bit, was übertragen werden muss, das Ganze nennt sich dann Transferzeit. Und die Anfrage als solches wird dann zum Beispiel hier bei dem Server verarbeitet. Da brauchen wir eine bestimmte Verarbeitungszeit. Und dann geht das Ganze sozusagen mit einer Antwort wieder zurück. Einschließlich der Verarbeitungszeit, Transferzeit und Verarbeitungszeit, das ist eigentlich die Verzögerung, die Latenz als solches, die wir so bezeichnen. Wenn wir sozusagen die Rückantwort noch abwarten, dann sprechen wir von einer sogenannten Roundtrip-Zeit, also sozusagen Response auf eine Anfrage. Ja, hier haben wir mal so ein paar typische Roundtrip-Werte, die man typischerweise auch mit Ping ermitteln kann. Man pingt also einen anderen Partner an und bekommt dann entsprechende Laufzeiten. Sie sehen das hier im lokalen Netz, haben wir bei einem Fast Ethernet, also 100 Megabit Bruttoübertragungsrate, eine typische Antwortzeit von einer Millisekunde. Im WLAN ist es schon das Zehnfache, sind wir einfach bei 10 Millisekunden. Und wenn Sie dann in das Internet gehen, beispielsweise innerhalb von Deutschland, sind die Roundtrip-Zeiten typischerweise noch kleiner als 50 Millisekunden. Wenn es nach Übersee geht oder Fernost, liegen sie eher bei 100, 150 oder bis zu 300 Millisekunden.
der Roundtrip-Zeit. Ja, wenn wir jetzt über Bandbreite schon gesprochen haben, über Verzögerung oder Latenz auf der anderen Seite, dann liegt es auch relativ nahe, diese beiden Faktoren miteinander zu kombinieren. Und es gibt tatsächlich auch dafür eine Kenngröße. Das ist das sogenannte Verzögerungsbandbreite-Produkt. Und was das ist, sagt der Name eigentlich letzten Endes schon. Es sagt aus, wie viele Bits sich eigentlich gerade aktuell in der Übertragung befinden. Und man versucht dabei natürlich nach wirtschaftlichen Aspekten möglichst immer die Leitung auszulasten, so gut wie es geht. Das ist nicht immer hundertprozentig möglich, aber das Verzögerungsbandbreite-Produkt gibt uns immerhin zumindest an, wie viel wir in eine Leitung reinpacken könnten, um die Daten eben zu übertragen. Ja, und wir haben da so ein schönes Synonym, so ein kleines Bild darunter. Sie können das auch betrachten, na, mehr oder weniger wie eine Wasserleitung. Sozusagen der Querschnitt der Wasserleitung, das ist unsere Bandbreite, die wir zur Verfügung haben. Die Länge der Wasserleitung macht dann das Volumen aus. Und wir haben hier mal für eine transatlantische Leitung das Ganze ausgerechnet, wenn wir eine Bandbreite von 45 Megabit pro Sekunde haben, mit einer Signallaufzeit, über die kriegen wir ja die Länge, dann können wir in einer solchen Leitung theoretisch 280 Kilobit speichern. Nicht? Und insofern sehen Sie den Zusammenhang zwischen der Signallaufzeit und dem Querschnitt, nämlich der Bandbreite, und beides muss eben berücksichtigt werden. Und in diesem Zusammenhang müssen wir auch noch Dinge berücksichtigen, die sozusagen davon abweichen. Einmal das Thema Burst. Wir haben eine Spitzenübertragungsrate, die zeitlich begrenzt ist, mit einer ganz kleinen Latenz, wo wir sagen, da gibt es keinerlei Störungen. Das ist die Ideal- oder auch Bruttoübertragungsrate, die wir so ansetzen. Zum anderen haben wir aber häufig, dadurch, dass wir über Vermittlungssysteme gehen, haben wir eine Schwankung in der Verzögerung. Das sind sogenannte Latenzschwankungen. Die kommen durch Bandbreitenbegrenzung, die kommen durch Vermittlungselemente, durch Fehlerverursachung und alle möglichen Dinge. Und da spricht man von einem sogenannten Jitter. Und was Sie hier unten in der Darstellung sehen, da ist also auf der linken Seite noch eine sehr geordnete Nachricht, 1, 2, 3, 4 durchnummeriert. Die geht jetzt durch ein Weitverkehrsnetz. Und Sie sehen, dass die dann nicht in dem gleichen Abstand äquidistant beim Empfänger ankommen, sondern dass es da zum Beispiel mit dem Paket 4 etwas länger gedauert hat. Das wäre jetzt eine solche Laufzeitschwankung. Und wir bezeichnen das im Fachjargon als Jitter.